Was habe ich mir da eingebrockt? Verbrecher, Untote und vermaledeite Piraten. Ich bin Dennis und das ist Deist. Diese Folge von Deist wird unterstützt und präsentiert von Taschengelddieb.de. Moini, ihr hippen Dudes und Dudarinas, herzlich willkommen bei Deist, dem Videomagazin über Tabletop- und Miniaturenspiele. Wir haben eine ganze Menge Themen heute und ich glaube, wir werden wieder die Zeitschallmauer durchbrechen. Daher würde ich sagen, gehen wir schnell zu den News aus der Szene der letzten Woche, nicht aber ohne mich vorher bei den Supportern zu bedanken. Diese Sendung ist unter anderem realisierbar durch die großartigen Deist-Supporter auf Ko-fi. Vielen lieben Dank an alle Deist-Ultras und alle Deist-Producer, die monatlich 5 bzw. 9 Euro in Deist investieren. Ihr helft definitiv mit, Tabletop Great Again zu machen. Werdet Deist-Supporter und erhaltet früheren Zugriff auf die Folgen, Behind-the-Scenes-Material, Rabattcodes bei Händlern, bestimmt Inhalte von Deist mit und mehr. Weitere Infos findet ihr unter ko-fi.com/deist. Die News werden euch präsentiert von brückenkopfonline.com. Ich finde ja, dass die Hersteller unseres tollen Hobbys zu unbekannt oder nur hinter Firmennamen versteckt sind. Die kreativen Köpfe sollten uns bekannter sein, denn immerhin ist das bei vielen anderen Hobbys genauso. Leider erfahren wir meist erst von ihnen, wenn etwas Schlimmes passiert. So auch bei Reaper Managers. Der Mitbegründer und CEO des amerikanischen Miniaturenherstellers Edward Dalton Pugh verstarb im Alter von 64 Jahren. Fast jeder von uns hat oder hatte mal mindestens eine Reaper-Miniatur in den Händen oder in der eigenen Sammlung. Und ohne Ed Pugh, der hier den wenigsten bekannt sein dürfte, wäre dies nicht möglich gewesen. Für The Drowned Earth gibt's was Neues. Wer auf Endzeit und Dinos steht, kommt hier wieder auf seine Kosten. Neben der Pirate Queen Dahu für die Corsair-Fraktion kommt noch ein Ankylosaurus. Die Piratenkönigin kommt einmal zu Fuß und einmal einen Dino reitend. Übrigens wird es bei Deist demnächst auch mehr zu dem Spiel geben. Battletech erlebt gerade so etwas wie eine Renaissance. Schuld daran war unter anderem der Kickstarter von Catalyst Games, der das neue Alpha Strike finanziert hat. Nun ist die Alpha Strike Box regulär im Handel erhältlich und diese beinhaltet neben 13 Mech-Figuren natürlich Regeln, Karten und auch 3D-Geländer aus Pappe direkt zum Losspielen. Ich habe von den neuen Battlemechs noch keinen in der Hand gehabt, aber die Qualität soll ja besser sein als die alten PVC-Minis. Zu hoffen ist es. Als treuer Dice-Zuschauer weiß der ein oder andere vielleicht, dass Star Wars Legion eines meiner liebsten Tabletop-Spiele ist. Nicht nur, weil es die Star Wars Lizenz hat, sondern weil es auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Und jetzt im Spätsommer 2022 war es soweit, Star Wars Legion bekommt seine 5. Fraktion. Wenn es denn eine ganze Fraktion ist. Das folgende Video wird euch präsentiert von pkpro.de. Mit dem Schattenkollektiv kam im Sommer 2022 die 5. Fraktion für Star Wars Legion auf den Markt. Eine Gruppierung von Verbrechern, Opportunisten und zum Kampf gezwungene Individuen. Passend zum Release erschien das Armee-Starter-Set des Schattenkollektivs sowie der Kommandant Gar Saxon. Was diese Box alles kann und wer diese komischen Figuren sind, die man zum Großteil wohl nicht kennt, wenn man nur die Star Wars Filme geschaut hat, und vor allem, warum das Schattenkollektiv nicht so richtig als eigenständige Fraktion gilt, das klären wir jetzt. Das Armee-Set sowie Gar Saxon habe ich für dieses Review von Asmodee Deutschland zugeschickt bekommen. Wir schauen uns jetzt einfach mal gemeinsam an, was in der Box ist, beziehungsweise welche Einheiten sind in der Box, welche Regeln beziehungsweise welche Aufgabe haben sie auf dem Spielfeld und natürlich schauen wir uns die Lore der ganzen Einheiten und Figuren an, denn ich glaube, dass viele Leute, die einfach nicht alles von Star Wars konsumiert haben, überhaupt nicht wissen, was das für Figuren da drin sind und wie die mit Star Wars irgendwie in Verbindung stehen. Gerade die Spieler von euch, die jetzt nicht mit Clone Wars groß geworden sind, haben da wahrscheinlich eine ganze Menge Fragezeichen. Wir fangen aber mal mit der ganz ersten und großen Frage an. Ist denn das Schattenkollektiv bei Star Wars Legion vergleichbar zu dem Abschaum von X-Wing? Verbrecherorganisationen gibt es im Star Wars-Universum zwar ganz schön viele, allerdings sind die meisten nicht so bunt gemischt. Das Schattenkollektiv ist eine Fraktion, die Star Wars-Fans vorrangig aus der Clone Wars-Animationsserie kennen. Gegründet wurde die Organisation von Darth Maul, dem bekannten Schüler des Sith Lords Darth Sidious, also Palpatine, aka der Imperator.
Maul baute das Kollektiv als Gegenstück zum Orden der Sith und als Verbrechersyndikat auf. Auf seiner Heimatwelt Datomir erholte sich Maul von seiner Niederlage gegen Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi, nachdem er von seinem Bruder dorthin gebracht wurde. Maul rekrutierte für seine Zwecke die Death Watch von Mandalore und die Verbrecherfamilien der Hutten. Außerdem konnte er die Fallen der Black Sun und die Pikes für seine Ziele gewinnen. Mal mehr, mal weniger freiwillig. Aber wer sind diese Gruppierungen und Leute überhaupt und inwiefern tauchen sie in dieser Box auf? Das Armee-Starter-Set beinhaltet 3 der 6 Fraktionen, die dem Schattenkollektiv angehören. Die eben schon erwähnten Black Sun, die Pikes und die Death Watch. Jeder dieser Gruppierungen ist mit einer Einheit vorhanden. 7 Vollstrecker der Schwarzen Sonne, 7 Fußsoldaten des Pike-Syndikats und 6 mandalorianische Superkommandos. Außerdem bringt jede dieser Einheiten noch einen Charakter mit. Die Schwarze Sonne und das Pike-Syndikat haben mit einem Vigo und einem Capo jeweils einen Kommandanten am Start. Während Rook Cast ein Charakter für die Mandalorianer ist, die als schwere Waffenaufwertung für den Trupp ausgewählt werden kann. Natürlich ist auch ihr Anführer Darth Maul am Start. Allerdings ist dieser nur ein Agent. Das heißt, dass der Armee nur von einem Capo oder Vigo angeführt wird, wenn man direkt aus der Box spielt. Sehr interessant, dass Maul nicht mehr in seinem eigenen Syndikat als Anführer fungiert, aber schauen wir uns den schwarz-roten Sith nochmal genauer an. Darth Maul ist zwar als Figur im Star Wars-Universum bekannt, aber die meisten von uns wissen nur das über ihn, was man aus Episode 1 gesehen hat. Maul ist ein datumirischer Zabrak. Eigentlich sind die Zabrak auf der Welt Iridonia heimisch, aber ihre größte Kolonie ist Datumir. Der Planet hat eine starke Verbindung zur dunklen Seite der Macht und wird von der Gemeinschaft der Nachtschwestern, einer Gruppierung von Machthexen, beherrscht. Maul war ursprünglich ein Mitglied der Nachtbrüder, das sind die männlichen Vollstrecker für die Hexen, und wurde als Schüler an Darth Sidious übergeben. Diesem sollte er als Attentäter dienen. Maul war aber eigentlich nie als vollwertiger Sith-Schüler vorgesehen, denn Sidious selbst war noch der Schüler des Sith-Meisters Dark Plagueis. Maul war damit also nie ein echter Sith, überlebte seine Konfrontation mit Qui-Gon Jinn und Obi-Wan aber überraschenderweise dennoch. Zum Zeitpunkt der Gründung des Schattenkollektivs lag Episode 1 schon eine Weile zurück und Maul hat sich von seiner Niederlage und dem damit verbundenen Verlust seiner Beine erholt. Mit seinen neuen kybernetischen Beinprothesen konnte er auch wieder uneingeschränkt mitmischen. Nicht nur in Clone Wars, sondern auch in der Serie Rebels spielte Maul eine größere Rolle. Im Film Solo bekam er am Ende auch noch eine größere Bedeutung und erschien erstmals nach 19 Jahren wieder in einem Star Wars Film. Die Figur von Maul ist in einer hyperdynamischen Pose modelliert. Diese wirkt auf den Promobildern immer etwas plump, funktioniert in 3D aber ziemlich gut und stellt Darth Maul gerade dar, wie er sich im vollen Sprint auf seinen Gegner zubewegt. Wahlweise mit seinem doppelten Lichtschwert oder mit einem normalen und dem legendären Darksaber. Wenn er mit dem Darksaber ausgerüstet wird, gibt Maul seine 4 roten und 4 weißen Angriffswürfel auf und tauscht sie gegen 6 schwarze Würfel. Außerdem wird er dadurch noch zum Kommandanten. Ha, also kann er doch anführen. Und genauso wie Maul dargestellt wird, möchte er auf dem Spiel auch gespielt werden. Zu Anfang des Spiels bekommt Maul 1 seiner 6 Leben abgezogen, bekommt also zu Anfang direkt eine Wunde. Das ist jetzt erstmal irgendwie nicht so geil, aber je nach Ausrüstung gibt das Verwundetsein Maul eine ganze Menge Boosts. Also er bekommt sowieso, wenn er einen Lebenspunkt verloren hat, schon mal eine dritte Aktion hinzu. Das heißt, er kann, wenn er aktiviert wird, nicht nur 2 Aktionen machen, sondern 3 Aktionen. Davon kann er auch 2-mal laufen. Das heißt, er wird richtig, richtig schnell werden. Außerdem kann man ihn mit der Ausrüstung, die man ihm gibt, kann man ihn, wenn er verwundet wird, auch noch einen weiteren roten Angriffswürfel geben oder jedes Mal, wenn er eine Wunde bekommt, ihn auch nochmal einen Zielmarker geben lassen. Das ist echt nicht schlecht. Und sollte es doch mal knapp für Maul werden, kann er seine Dreier-Pip spielen, die Hexerei, wodurch er nochmal 2 Lebenspunkte zurückgewinnt. Maul kann zum wahren Nahkampfmonster gedrillt werden. Da er eine Zweierbewegung und Sprung 1 hat, sollte er auch eigentlich immer einen Nahkampf sehen. Auf dem offiziellen deutschen Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft haben wir Maul schon mehrfach Darth Vader niedermetzeln sehen. Deist hatte damals einige der Spiele live übertragen. Schaut sie euch gerne nochmal an. Die Streams sind in der Videobeschreibung verlinkt. Eine von Mauls engsten Verbündeten ist Rook Cast. Die Mandalorianerin ist Teil der Death Watch, also einer Kommandoeinheit der Mandalorianer. Cast bleibt einfach nicht immer nur ein ganz normaler Teil der Death Watch, sondern im Laufe der Geschichte des Schattenkollektives wird sie zu einer Anführerin dieser Kommandos. Cast ist innerhalb des sehr egoistisch geprägten Schattenkollektivs vor allem deshalb ungewöhnlich, weil sie ernsthafte Loyalität gegenüber Maul empfindet und ihn aus eigener Entscheidung auch in schwierigen Situationen unterstützt. Der einzige Sith stufte die Death Watch im Verlauf der Geschichte als unzuverlässig ein. Trotzdem befreite Cast ihn aus der Gefangenschaft und diente als seine rechte Hand. Mit Rook Cast kommen nun auch mandalorianische Truppen in das Schattenkollektiv. Ursprünglich von Pre Vizsla unter dem Namen Death Watch als Kampfeinheit für die Eroberung Mandalores aufgestellt,
sollten diese Kämpfer Vizsla im zweiten Mandalorianischen Bürgerkrieg dienen, um ihnen den Weg zur Herrschaft über den Planeten zu ebnen. Die Pikes und Black Suns des Schattenkollektivs sollten auf Mandalore Anschläge inszenieren. Die Death Watch sollte dann als Retter auf den Plan treten und so Vizsla an die Macht bringen. Für Maul waren diese Pläne natürlich vorrangig ein Mittel, die Republik an verschiedenen Schauplätzen zu binden und so mehr Handlungsfreiheit zu gewinnen. Nachdem Vizsla von Maul im Zweikampf getötet wurde, sind die Mandalorianer weiterhin unter dem Titel Superkommandos für Maul aktiv. Und durch den Sieg über Vizsla erlangte Maul auch das Darksaber, die Waffe der mandalorianischen Fürsten. Dadurch ist Maul nominell nun der Anführer der Mandalorianer. In der Box enthalten ist eine Einheit der Superkommandos. Die Mandalorianer gehören zur Elite-Kategorie, allerdings haben sie einen Nachteil, sie haben nämlich keinen Truppenslot. Das heißt, sie können nicht einen weiteren Mandalorianer und noch eine schwere Waffe gleichzeitig mitnehmen. Dafür haben sie für die schwere Waffenauswahl gleich 4 verschiedene Auswahlen. Einen Scharfschützen, einen Revolverhelden, einen normalen Superkommando und Rook Cast. Jede Auswahl gibt andere Vorteile, die entweder auf Reichweite 2 oder 3 genutzt werden können, oder aber die Moral erhöhen oder sie 2 Energiemarker bunkern lassen. Gerade Rook Cast kann interessant sein, wenn man mit Darth Maul spielt und die Mandalorianer in Reichweite von 1 und 2 zu ihm entfernt aktiviert. Dann bekommen sie nämlich entweder einen Ziel- oder Ausweichmarker. Wenn man richtig Punkte versenken möchte, kann man ihnen auch Raketen mit hoher Reichweite oder ein Energieschild geben, was sie noch viel stärker in der Defensive macht, als sie eigentlich eh schon sind. Denn immerhin kommen die Superkommandos von Haus aus schon mit einem roten Verteidigungswürfel, einem Machtsymbol in der Verteidigung und einer starken Abwehr gegen Durchschlagen. Aufgrund ihrer verschiedenen Ausrüstungsoptionen ist die Einheit enorm vielseitig einsetzbar, kostet dafür aber auch einiges an Punkten. In der Box nicht enthalten, aber dennoch erhältlich, ist noch ein anderer Mandalorianer. Gar Saxon gehörte wie Rook Cast ursprünglich zur Death Watch bzw. den späteren Superkommandos der Mandalorianer. Ähnlich wie Cast war er an der Befreiung Mauls beteiligt und führte die Mandalorianer im Kampf gegen Droidentruppen der Konföderation. Im Gegensatz zu Cast hatte Saxon allerdings auch eine Karriere nach dem Ende der Klonkriege. Da er sich dem neuen galaktischen Imperium gegenüber als loyal erwies, wurde er zum planetaren Gouverneur und Vizekönig von Mandalore ernannt. Das Imperium unterstellte ihm die imperialen Superkommandos. Diese Mandalorianer sollten dann Aufrührer und Anführer der Rebellen aufspüren und ausschalten. Gar Saxon kommt in einer Einzelbox und ist ein Kommandant. Dieser hat logischerweise starke Vorteile für die Superkommandos, da seine Kommandokarten ihm und den anderen Mandalorianern Boni gibt. Mit seinen nackten Grundwerten ist er vergleichbar mit Boba Fett und Din Djarin, doch ist er mit seiner Ausrüstung sehr vielseitig. Man könnte ihn entweder auf Reichweite 2 oder aber auch bis Reichweite 4 einsetzen. Allerdings benötigt er dann eine Menge Zielmarker, um gewisse Boni freizuschalten. Ich denke aber, dass er aufgrund seiner anderen Bewaffnungen und Karten eher auf kurze Distanz auftrumpfen kann, wodurch man natürlich auch die Kombination mit den anderen Mandalorianern verstärken kann. Leider ist Gar Saxon aber fehlverpackt. Es fehlt seine Kampfschild-Ausrüstungskarte. Diese kann man sich aber auf der Webseite von Asmodee kostenfrei herunterladen und ausdrucken. Die zweite große Gruppierung innerhalb des Schattenkollektivs sind die Pikes. In diesem Fall steht der Name nicht nur für die Spezies, sondern auch noch für die Familie, die das Syndikat führt. Die Pikes sind eigentlich schon seit Anbeginn ihrer interstellaren Aktivitäten Schmuggler und Drogenhändler. Spezialisiert haben sich auf Gewürz. Damit ist aber nicht Pfeffer oder Salz gemeint, sondern die verbreitetste Droge im Star Wars Setting, also Spice. Sowohl der Betrieb von Gewürzminen als auch der Schmuggel und Handel mit der Droge. Als Maul das Schattenkollektiv zusammenstellte, schlossen sich die Pikes ihm an, weil Maul ihnen seine Unterstützung beim Gewürzschmuggel und freie Transportrouten zusagte. Als Kampftruppen für Maul stellen die Pikes üblicherweise bewaffnete Wachen unter dem Befehl eines Capos. Inwiefern Charaktere wie Lom Pike im Rahmen des Schattenkollektivs noch eigene Auftritte auf dem Spieltisch haben werden, bleibt abzuwarten. Die Pikes sind ehrlich gesagt das Goldstück dieser Box, auch wenn es am Anfang nicht danach aussieht. Warum, fragt ihr? Ja, diese Chortruppen sind billig, extrem widerstandsfähig und auch noch Söldner für alle anderen Fraktionen. Das heißt, dass Separatisten, die Republik, die Rebellen und das Imperium die Pikes mitnehmen können. Und gerade auf Turnieren sind sie sehr beliebt, um günstig Aktivierung zu generieren und um dann noch Missionsziele einzunehmen. Sie haben zwar nur einen weißen Verteidigungswürfel, dafür können sie aber gewürfelte Machtsymbole in Verteidigung umwandeln. Und das nicht nur bei normalen Treffern, nein, auch kritische Treffer können sie negieren, wenn sie einen Ausweichmarker ausgeben. Wenn die Pikes am Anfang der Runde keinen Befehl bekommen, erhalten sie außerdem eben einen solchen Ausweichmarker. Stellt man einen Capo als Einheitenanführer in die Pikes, bekommen sie dann auch noch einen erhöhten Moralwert und einen Energiemarker, wenn sie keinen Befehl bekommen. Außerdem bekommen sie für jeden Niederhaltenmarker, den sie haben, noch einen Verteidigungswürfel hinzu. Ja, klar soweit?
Obwohl sie relativ weiche Ziele sind, können sie extrem viel Beschuss einstecken durch die ganzen Sonderregeln. Wenn man den Capo nun nicht als Einheitenanführer, sondern als Commander mitnimmt, kann dieser noch seine Ziel-, Ausweich- und Energiemarker auch noch einer befreundeten Pike-Einheit in Reichweite 1 schenken. Ja, jetzt wisst ihr, warum die Pikes wirklich in vielen Spielen zu sehen sind. Ach ja, und sie schießen besser als Sturmtruppen, wie aber eigentlich alles in dem Spiel. Allerdings gibt es leider einen Druckfehler bei dem Capo, denn für seine Hilfe, mit der er Marker an die eigenen Truppen weitergeben kann, ist das falsche Fraktionssymbol abgedruckt. Eigentlich sollte es für die Pike sein, abgedruckt ist aber das Symbol für die schwarze Sonne. Aber apropos schwarze Sonne, das ist die letzte große Fraktion des Schattenkollektivs, die auch in der Box ist. Diese Organisation besteht ausschließlich aus Mitgliedern des amphibischen Volkes der Falin. Die schwarze Sonne macht alles, was Profit bringt. Auftragsmord, Schmuggel, Drogenhandel, Erpressung, Sklavenhandel, Industriespionage. Sie sind sich für nichts zu schade. Sich Maul anzuschließen ist auch für die schwarze Sonne purer Eigennutz. Denn je stärker die Galaktische Republik und die Konföderation unabhängiger Systeme miteinander beschäftigt sind, desto weniger Ressourcen und Beachtung wird in das Thema illegale Aktivitäten investiert. Während die Pikes auf dem Spieltisch sehr defensiv aufgestellt sind, sind die Vollstrecker der schwarzen Sonne der Hammer, der nach vorne auf kurze Reichweite möchte. Sie sind mit Doppelblastern ausgerüstet, die auf Reichweite 2 einen schwarzen und einen weißen Würfel generieren. Wenn sie keinen Befehl zum Anfang der Runde erhalten, kriegen sie dafür einen Zielmarker. Außerdem können sie beim Ausgeben des Zielmarkers einen Würfel mehr wiederholen als normal. Ach ja, und sie sind unerschrocken. Weiterhin haben sie im Nahkampf einen roten Würfel und ebenfalls einen diesen in der Verteidigung. Ziemlich kräftig für eine Core-Einheit. Auch ihre Waffenauswahlen sind auf Reichweite 1 und 2 ausgelegt. Während die Streukanone gut gegen Infanterie ist, ist der Vollstrecker mit den MacDead-Granaten ein extremer Boost gegen Fahrzeuge, wodurch dieser Panzern, Läufern und ähnlichen Vehikeln extrem gefährlich werden kann. Nehmen Sie den Vigo als Einheitenanführer mit, genießen Sie im Endeffekt die gleichen Vorzüge wie die Pikes beim Capo. Wird der Vigo als Kommandant eingesetzt, gilt auch das gleiche zum Capo, allerdings generiert und verteilt der Vigo keine Verteidigungs-, sondern Zielmarker. Die Vollstrecker der Schwarzen Sonne können als Söldner bei den Separatisten und dem Imperium eingesetzt werden. Diese bunte Mischung an Interessensgruppen eint die Feindschaft gegenüber Darth Sidious und Obi-Wan Kenobi. Maul wollte zusammen mit seinem Bruder Savage Opress und dem Deathwatch-Anführer Pre Vizsla Mandalore erobern. Und Mandalore, der Planet, sollte dann der Ausgangspunkt für den Sturz der Konföderation und der Republik sein. Die Verbrecherorganisationen haben sich dem Schattenkollektiv natürlich nicht allzu bereitwillig angeschlossen. Während sich die Deathwatch noch einigermaßen einig zeigte, ließ Maul die Falin-Anführer der Black Sun umbringen und auch die Huttenfamilien machten bei seinen Plänen unter Druck mit. Die Pikes dagegen sahen das Ganze als Gelegenheit, ihre Geschäfte auszubauen. Wie es sich für Geschichten im Star Wars-Universum gehört, ist diese Geschichte des Schattenkollektivs ein ständiges Hin und Her. Mal erfolgreich, wie mit der verdeckten Einnahme von Mandalore, mal intens zerstritten und geprägt von gegenseitigem Verrat, aber immer mit einem spannenden Querschnitt durch die Unterwelt der Star Wars-Galaxis. Neben den Gruppierungen, die wir hier jetzt gezeigt haben, gehören zum Schattenkollektiv noch die Hutten und Crimson Dawn. Über die werden wir jetzt mal gar nicht mal so viel erzählen, eigentlich gar nichts, weil wir wissen noch nicht, ob dazu noch was kommen wird und was und wann und wie, und ich glaube, das machen wir dann. Auf dem ersten Blick wirkt das Schattenkollektiv dabei als recht simpler Interessensverbund verschiedener krimineller Gruppierungen. Aber mit der Involvierung von Mutter Tarzin, einer Datumir-Hexe, hat die Verbrecherorganisation deutlich größere politische und sogar militärische Tragweite für das Star Wars-Universum, als man glauben mag. Die Truppe um Maul, Vizsla und die anderen Gauner wollen eben mehr als nur ihren Geschäften nachgehen. Sie wollen sichtbare Macht, Planeten beherrschen, Föderation und Republik stürzen, aber vor allem ist Rache an den Sith und den Jedi das Ziel. Natürlich ist das hier alles nur eine grobe Zusammenfassung des Hintergrundes. Wer mehr wissen möchte, sollte sich die Star Wars Serie anschauen oder gegebenenfalls das ein oder andere Star Wars Comic lesen. Und somit erklärt sich auch, weshalb das Schattenkollektiv nicht unbedingt mit dem Abschaum aus X-Wing vergleichbar ist. Denn beim Schattenkollektiv handelt es sich wirklich um ein Syndikat, um eine Vereinigung, die militärisch und politisch stark aufgestellt ist. Wenn man die Mandalorianer ausnimmt, sind auch die Figuren ein wenig anders als das, was der Mainstream Star Wars Fan kennt und vielleicht auch mag. Die Pikes sehen noch sehr alienesk aus und haben mit ihren Pistolen einen fast schon Western- oder Piratenartigen Look. Die Vollstrecker der Schwarzen Sonne hingegen sehen sehr comicartig aus und wirken wie ein Design aus den 70ern mit ihren Bademänteln, den komischen Handkanonen und großen Helmen. Ja, Star Wars kommt aus den 70ern, aber die Vollstrecker wirken dennoch wie aus der Zeit gefallen und vielleicht auch ein bisschen billig. Allerdings sind diese Jungs auch weitaus wuchtiger als alle anderen Figuren.
Der Zusammenbau der Miniaturen ist dank der Anleitung auch wirklich entspannt. Gerade bei den Pikes und den Superkommandos gibt es einige sehr kleine fitzelige Teile, sodass man aufpassen muss, dass kleine graue Pistolengriffe nicht auf dem Fußboden verschwinden. Ich weiß ganz genau, das kennt ihr doch, oder? Ja, natürlich, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr für Einzelteile beim Basteln verloren habt. Leider haben die Bausätze das erste Mal in Star Wars innerhalb einer Einheit einiges an Doppelung von Miniaturen. Während das bei den Mandalorianern wegen der verschiedenen Waffen und damit veränderten Kopfhaltung überhaupt nicht auffällt, so ist es bei den Pikes und der Schwarzen Sonne doch sehr eindeutig. So haben die Vollstrecker in der Tat zweimal exakt die gleiche Miniatur dabei, während bei den Pikes wenigstens ein Arm noch anders sein kann. Das finde ich wirklich sehr schade, weil es bei solch kleinen Einheiten echt auffällt, wenn eine Figur doppelt ist. Ansonsten ist die Gussqualität gut und sehr detailliert. Das relativ simple Star Wars Design kommt dem auch sehr zugute. Die Passgenauigkeit der Einzelteile ist super, denn jedes Teil kann nur in einem Winkel angebracht werden und fasst sich dann auch super rein, sodass man kaum Klebestellen sieht. Was übrigens auch schön ist, auf der Verkaufsverpackung wird mit 22 Plastikminiaturen geworben. In Wahrheit sind aber 24 enthalten. So, jetzt kommen wir zu der Aussage am Anfang, dass das Schattenkollektiv keine richtige offizielle neue Fraktion ist. Ehrlich gesagt finde ich diese Aussage ein kleines bisschen fragwürdig, aber offenbar ist es seitens von Asmodee so gedacht, dass das Schattenkollektiv keine eigenständige, vollständige Armee ist. Vielleicht lag es daran, als das Schattenkollektiv kam, wurden auch gleichzeitig irgendwie die Battle Forces mit angekündigt. Die Söldnerregeln wurden komplett überarbeitet und tatsächlich ist es so, dass ein Großteil der Figuren, die in der Box drin sind, auch in anderen Armeen spielbar sein werden oder spielbar sind. Und viele Releases zum Schattenkollektiv sind auch als Söldner anderswo spielbar. Auf der anderen Seite kann man zum Beispiel alle Mandalorianer und den Maul nur im Schattenkollektiv spielen, was ja wieder zu einer Exklusivität führt. Also machen wir es, sagen wir es, wie es ist, sie sind eine eigenständige Fraktion, die halt öfter mal Einheiten auslagern. Ich war relativ unleidenschaftlich bei der Ankündigung des Schattenkollektivs, da ich fast nichts aus der Box wirklich kannte. Okay, ich habe Clone Wars und Rebels geschaut, aber irgendwie sind mir die Typen da drin nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Außer der Deathwatch und Maul. Spielerisch ist das Kollektiv alleine mit den paar Einheiten, die es bis dato gibt, enorm schlagkräftig. So haben sie das erwähnte Qualifikationsturnier zusammen mit dem Imperium dominiert. Gerade die Pikes waren auch sehr oft in anderen Armeen zu sehen und bieten für andere Fraktionen tatsächlich taktische neue Optionen. Ich kann euch nur einmal unsere Livestreams mit den kommentierten Spielen von uns empfehlen, wenn ihr wissen wollt, wie krass das Schattenkollektiv sein kann. Dafür ist der Preis für den Inhalt echt unschlagbar. Ja, es gibt einige Druckfehler, aber für zwischen 61,50 Euro und 66 Euro ist das mal ein extrem faires Angebot für 24 Hartplastikminis. Und die kommen ja immerhin nicht nur alleine mit dem Preis, sondern auch noch eine ganze Menge an Karten und Markern sind dabei. Und dann kann man sich auch noch für 17 bis 20 Euro einen Gar-Saxon mitnehmen. Was haltet ihr vom Schattenkollektiv? Seid ihr Generation Clone Wars oder vielleicht Star Wars Fans der alten Schule? Spielt ihr das Schattenkollektiv oder wollt ihr es spielen? Oder welche Einheiten würdet ihr in eure Armee reinsetzen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich, euch zu lesen. Und wenn ihr mehr coole Reviews sehen wollt, dann wisst ihr ganz genau, ein Abo von Deist wird helfen. Ja, ja, danke. Im Kurzreview habe ich etwas von Conquest für euch. Ja, das hatte ich schon vor einigen Folgen was von Conquest. Damals war das aber eine Sonderminiatur aus Resin und jetzt haben wir eine reguläre Figur aus Hartplastik und zwar von den Old Dominion Guys. Typen. Zombies. Das folgende Video wird euch präsentiert von miniaturbemalung.de. Parabellum Wargames haben 2022 für ihr Spiel Conquest ihre nunmehr sechste Fraktion an den Start gebracht. Außerdem ist dies ihre erste Fraktion, deren Charaktermodelle komplett in Hartplastik erscheinen und nicht mehr teilweise oder komplett in Resin. Zeit sich also einmal einen der sehr obskuren Charaktere anzuschauen, die das Licht der Welt erblickt haben. Und ich habe Fragen. Zuallererst, wie spricht man den aus? Hierodeacon? Pui, kein leichter Name. Also Hierodeacon, ich mach's mal richtig deutsch hier. Nun ja, das Hartplastikmodell kommt in einem Gussrahmen bestehend aus 12 Teilen. Dazu gibt es noch eine Rundbase aus Plastik, sowie eine Einheitenbase einer Spielkarte, ein bisschen Werbung und einer Zusammenbauanleitung. Dank dieser ist der Zusammenbau dann auch sehr entspannt. Ein wenig Plastikkleber, einen Seitenschneider und ein Skalpell zum Entgraten und das Modell ist in ca. 20 Minuten zusammengebastelt. Die Anleitung ist dafür sehr, sehr hilfreich und auch notwendig, denn einige der Teile sind sehr abstrakt gehalten, aber dazu später mehr.
Das Entgraten hielt sich tatsächlich in Grenzen. Gussnähte sind jetzt nicht an unangenehmen Stellen aufgefallen, weshalb man nicht Gefahr läuft, Details zu zerstören. Es muss also insgesamt wenig nachgearbeitet werden. Das Hartplastik ist nun ja Hartplastik der üblichen Art, wie von Renedra, Warlord Games oder Games Workshop. Gefühlt ist es aber ein kleines bisschen härter und glänzt auch stärker. Die Details sind gut und scharf gegossen und aufgrund des Bausatzaufbaus sind auch Hinterschneidungen gut modelliert. Auch wenn man beim Design nicht immer sagen kann, ob etwas eine Stoffapplikation oder ein Extrateil einer Figur darstellen soll. Auch die Passgenauigkeit war gut und es gibt eigentlich auch keine sichtbaren Klebestellen, die nicht durch menschliches, also Dennis-Versagen beim Basteln herrühren. Der Gusskontrast ist sehr sauber, sodass man gut verschiedene Elemente trennen kann. Als Beispiel führe ich hier mal die Halbmaske auf dem Gesicht an. Hui, also Parabellum hat ja schon seit Beginn an einige Designentscheidungen getroffen, die man als skurril bezeichnen kann. Dieser geistliche Untote in barocken Kleidern gesellt sich also dazu. Ein wenig fühlt man sich an From Software Designs erinnert, also am ehesten an Dark Souls oder Elden Ring. Leider ist das Modell auch hier wieder so voller Details und auch so fremdartig, dass es schwer auszumachen ist, was darstellt. Das hat natürlich den Vorteil, dass man Fehler im Guss nicht ausmachen kann, weil man nicht weiß, was diese ganzen Muster darstellen sollen. Aber ehrlich gesagt hat für mich die Figur nur einen wirklich erkennbaren Oberkörper. Dieser barocke Rock, wenn das überhaupt einer sein soll, ist schon eine fragwürdige Designentscheidung für eine Figur auf dem Schlachtfeld. Aber hey, auch leidet die Pose doch sehr darunter, denn die Miniatur wirkt starr und kerzengerade. Sie hält auch ziemlich leidenschaftslos ihre beiden Arme hoch, um zu zeigen, ja, dass sie etwas in der Hand trägt. Ja, es ist ein untotes Etwas, das kann man schon irgendwie verstehen, aber gerade bei so skurrilen Designs hätte man eventuell eine andere Körpersprache finden müssen, um die Figur dem Betrachter etwas zu erklären. So wirkt es irgendwie einfach wie vor sich hin modelliert. Was die Qualität angeht, ist die oder der Hero Diakon wirklich gut. Der Wechsel der Gießerei aus den USA nach Polen hat sich in der Qualität für Parabellum bezahlt gemacht. Leider hakt es immer mal wieder am Figurendesign und diese Mini ist ja leider Teil dessen. Es wirkt ein wenig wie, Hauptsache wir haben die Figur. Aber gefühlt ist da wenig Liebe in die Pose geflossen. Was soll dieser geistliche Kleidträger auf dem Schlachtfeld überhaupt machen? Die angewinkelten Arme wirken nicht mal so, als ob er irgendwas predigt und der Mund ist auch zu, sondern es ist einfach nur so, als ob er seine Insignien zeigt. Hallo? Guck mal. Leidenschaftslos irgendwie. Für Untote vielleicht nachvollziehbar, ja. Aber ich habe da persönlich meine Schwierigkeiten mit. Vielleicht muss man die Figur aber auch mehr als Kunstwerk betrachten und etwas mehr reininterpretieren. Was denkt ihr? Was ist eure Interpretation? Was macht der oder die Hero Diakon gerade? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Mu 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 macht die Kuh, mäh 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 macht die Ziege, wau 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 macht der Enzian und das ist eine Lüge. Danke, Gregor. Die Spielebude ist eure Anlaufstelle für professionellen 3D-Druck, sowohl für Gelände als auch für Miniaturen. Und natürlich bekommt ihr bei uns als Fachhändler alles rund um euer Tabletop-Hobby. Das folgende Video wird euch präsentiert von DungeonWars.de. Conan, du bist unser Held. Ja, genau. Kennt außer Gregor noch jemand diese obskure Conan-Zeichentrickserie? Ja, Dennis vielleicht, auch wenn der weder Dieb noch Bogenschütze ist, aber schon ein klein bisschen nach abgehalfterten Hirkianer aussieht. Gregor, ich glaube, ich bin eher der kleine nervige Phönix. Ja, aber was hat das jetzt eigentlich mit dem Kickstarter der Woche zu tun? Naja, ganz einfach. The God of a Thousand Eyes ist die Kickstarter-Kampagne, die sich Gregor diese Woche ausgesucht hat. Und die Metallminis, die Forge of Doom hier finanzieren will, würden ganz hervorragend in ein Conan-Setting passen. Ich meine, Spinnkultisten mit starkem vorderasiatischem Stil? Ja, was kann man daran denn nicht mögen? Gregor findet sowohl die Anführer und Heldenmodelle sehr schick, als auch die normalen Krieger des Kultes. Die Mischung aus Fantasy-Elementen und persischen und assyrischen Einflüssen macht echt was her und kriegt die Gratwanderung zwischen Sword and Sorcery Fantasy und historischen Vorlagen gut hin. Ein bisschen schade ist allerdings, dass man die Figuren nur mit der Promo-Bemalung sieht, aber nicht den unbemalten blanken Metallzustand. Ganz billig ist das Projekt aber nicht, zumindest verglichen mit allseits bekannten Projekten, bei denen man mit Plastik nur so zugeworfen
geworfen wird. Aber 11 Modelle für 85 Euro ist auch nicht absurd teuer und für Modelle, die als Kleinserie erscheinen, immer noch im akzeptablen Rahmen. Man muss allerdings noch bedenken, dass bei Kickstarter jetzt immer noch 19% Umsatzsteuer hinzukommen. Wer mitmachen möchte, hat dafür noch bis zum 15. Dezember 2022 Zeit. Finanziert ist das Ganze bereits. Nun ist es soweit, das Finale unserer Quest for Freebooters Fate ist da. Die letzten Spiele wurden gespielt und nun schauen wir, wer am Ende unserer kleinen Mini-Kampagne am besten dasteht. Ich gebe euch einen Tipp. Ich bin's vielleicht nicht. Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Herzlich willkommen zum vorläufigen Finale unserer Quest for Freebooters Fate. Wir spielten in den letzten drei Folgen die ersten Spiele der kleinen Minikampagne nach den offiziellen Kampagnenregeln. Stefan, Philipp und Jan waren alle im Kampagnenfortschritt ungefähr gleich auf und hatten 3 bis 4 Gebiete ihr eigen nennen können. Und ich, ja, war auch fast dabei. Mit 3 Niederlagen von 3 Spielen und nur 2 Gebieten zwickte ich ihnen an den Waden. Aber man sollte ja niemals die Schatten unterschätzen. Ja, als erstes schauen wir, wie denn das Spiel Nummer 3 gelaufen ist. Gegen Philipp habe ich ja zu den Waffen gespielt. Wir hatten eine gemeinsame Aufstellungszone, die blind gezogen wurde. Also keiner wusste, wo eigentlich seine Figuren standen. Und das war alles in der Mitte des Spielfelds. Und wir mussten eigentlich mit unseren Figuren nur entkommen über die Spielfeldränder. Und für jede entkommene Figur, die noch volle Lebenspunkte hatte, hat man die Ruhmespunkte in der Heuer bekommen. Und wenn man leicht angekratzt war, ab einem Lebenspunktverlust nur noch die Hälfte. Zusätzlich konnte man noch gegnerische Modelle ausschalten, dann hätte man natürlich da auch noch mal den Ruhm entsprechend bekommen. Eigentlich hätte ich 4 Modelle gegen ihn ins Feld geführt, aber er hat ja eins seiner Gebiete, was ihm erlaubt, vorher eine Schicksalskarte zu ziehen, um mein Gefolge einzuknasten, wenn er eine Voodoo-Puppe zieht, von denen es 2 Stück im Deck gibt und er hat eine gezogen. Blöder Penner. Das hat funktioniert. Scheiße. Und dann war mein Seemann weg. Und dann hatten wir 3 gegen 3, was das Ganze natürlich fair gemacht hat, aber meinen Vorteil beim Kundschaften zunichte. Das Spiel war ja eigentlich gedacht, dass es recht ausgeglichen war mit 3 gegen 3. Leider hat die Aufstellung, die zufällige Aufstellung dafür gesorgt, dass meine Mannschaft komplett auseinandergerissen wird. Und das ist beim Kult leider ungünstig, wenn ich komplett auseinanderstehe, weil ich bin so aufgestellt, dass ich mich unterstützen muss, ich mit die Lure sprechen. Und das konnte ich überhaupt nicht. Ja, also meine Leute standen taktisch absolut im Vorteil. Ich hatte immer gute Sichtlinie auf ihn, er nicht so gut auf mich teilweise. Und ich habe auch dann direkt angefangen. Und ja, meine Anführerin hat seinen dann direkt weggeprügelt. Zwar nicht umgehauen, aber er hat danach direkt die Flucht ergriffen. Wir hatten eigentlich immer nur 1 gegen 1 Situationen. Und das funktioniert nicht mit dem Kult. Dann hat sein kleiner, rauchender, grüner Kompagnon versucht, meinen Drunken Ivar anzugehen. Ich hatte eine neue Figur mitgenommen, das war Gob Marley, den hatte ich auch als letztes bemalt. Und da hat er die Mappe vollgekriegt, der kleine Kiffer vom alten Säufer. Was mal wieder belegt, der Trinker ist dem Rauchenden überlegen. Und wie es dann so ist, ist er als erstes ausgeschieden und hat eigentlich überhaupt nichts geschafft. Ja, danach hatten wir noch das Duell zwischen Archibald und dem kleinen Indianerhäuptling, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Aber auch da lief es gut für mich und ich muss sagen, ich habe auf ganzer Linie performt und das ja, hat sich gelohnt, es hat Spaß gemacht. Das Spiel ja, war eigentlich zum Vergessen. Gob Marley ist raus, eine zweite Figur ist 2 Runden später, glaube ich, auch noch ausgeschieden. Ich habe es gerade noch geschafft, mit meinem Anführer das Spielfeld zu verlassen, um zumindest ein paar Ruhmpunkte zu bekommen. Dadurch, dass meine anderen beiden Figuren ausgeschaltet waren, war eigentlich schon klar, dass ich nicht mehr gewinnen kann, weil er die ganzen Ruhmpunkte dafür bekommt. Und bei der Kampagne ist es so, wenn man einen kritischen Treffer bekommt oder wenn man aus dem Spiel ausscheidet, muss man auf einer Schadenstabelle gucken. Und da hat sich Gob Marley leider das Steißbein geprellt. Ah, ich habe die Ruhmpunkte bekommen für Gob Marley und den anderen, den ich weggeknüppelt habe, und noch die Hälfte für den Anführer. Das waren schon genügend dafür, dass ich Archibald quasi ordentlich was spendieren konnte, quasi, ja. Da sich das Steißbein geprellt hat, kann er jetzt keine komplexen Laufenaktionen mehr machen, was für mich ziemlich ärgerlich ist, weil ich eigentlich angewiesen darauf bin, mit ihm eine komplexe Aktion zu laufen zu machen, weil ich dann noch einen extra Angriff bekommen habe, eine extra Angriffskarte, und die kann ich jetzt in der nächsten Runde überhaupt nicht machen. Jetzt hat er eine Bewegung von 8
pro Runde. Und naja, ist halt Kiffer, kann ein bisschen länger dauern. Also bei dem Spiel gegen Dennis haben wir passenderweise das Szenario Riss zwischen den Dimensionen gespielt und es ging um das Gebiet Schattengruft. Ein Dschungelgebiet. Und deswegen hat das einfach gut zusammengepasst. Das Szenario, habt ihr ja gesehen, es waren drei Schattenrisse, um die wir uns geprügelt haben. Leider war von Dennis Seite irgendwie so ein bisschen, er war in Unterzahl. Ich war mit 2-1 haushoch überlegen und habe das natürlich auch wunderbar ausspielen können. Es ging darum, Schattenrisse auszusaugen und dadurch halt persönliche Punkte für die Charaktere zu machen. Wer am Ende einer Runde einen Riss zuletzt ausgesaugt hat, hat den besessen. Auch da habe ich deutlich mehr gesaugt, als Dennis das konnte. Er hat sich dann leider irgendwann ein bisschen weit rausgewagt aus seinem Versteck, sodass ich dem Ganzen ein schnelles Ende machen musste. Ich habe jetzt 4 Gebiete in meinem Besitz. Dabei handelt es sich um, ich muss mal eben nachlesen, die Halle des verfluchten Tores, das bringt mir die Ferrazero-Waffe, Kukarachas Hexenküche, dadurch kann ich auf der ernsthaften Verletzungstabelle einen nach oben oder nach unten modifizieren. Chicos Werft bringt mir Umhauen 4 und die Baracke, die bringt meinem Gefolge -1 Moral, aber dafür eine Menge Gold. Am Ende des dritten Spiels habe ich 4 Gebiete. 3 davon sind Dschungelgebiete, was mir einen Bonus bringt, dadurch, dass ich halt das Set irgendwie am vervollständigen bin. Es gibt noch eine 4. Dschungelkarte irgendwo in diesem Set und die ist natürlich mein Ziel jetzt. Joa, da ich das Spiel verloren und damit auch leider nichts gewonnen hatte, naja doch, außer dass mein Schleicher schwer verwundet war und keine komplexen Tragenaktionen mehr ausführen konnte, was für ein Gewinn, ich dümpelte also noch mit 2 Gebieten herum, Calabozo Barrizal und die einsame Hütte. Dementsprechend gab es auch keine Aufwertungen für mich zu kaufen. Aber was haben sich denn die anderen ruhmreichen Freibeuter denn so gegönnt? Also das Spiel hat mir auf jeden Fall eine gute Punktzahl an allgemeinen Erfahrungspunkten und auch Ruhmespunkten und auch speziell für die Charaktere, die teilgenommen haben, Ruhmespunkte gebracht. Die habe ich am Ende des Spiels allerdings noch nicht ausgegeben. Die Dublonen, die ich dabei gemacht habe, haben es mir dann am Ende ermöglicht, meine ganze Truppe nochmal um 2 Modelle zu erweitern. Und zwar um einen Hundetreiber und einen seiner Hunde. Und ja, damit habe ich eine Truppe von 6 Leuten jetzt. Und ja, nach dem nächsten Spiel werde ich dann da wahrscheinlich auch ein bisschen was an Erfahrung rein investieren, damit die direkt gut starten können. Von dem Gold, was ich nach dem Bezahlen der Heuer noch über hatte, das waren, denke ich, 40 Dublonen, konnte ich einmal für Regicide, also meine Anführerin, die Admiralslaufbahn einschlagen und für Archibald die Offizierslaufbahn. Und da Archibald auch jede Menge Ruhmpunkte hatte, konnte ich ihm sogar direkt 2 Stufen spendieren, was ja relativ teuer ist, da man nach einem Spiel eigentlich nur eine Steigerung durchführen sollte und die zweite dann doppelt so teuer wird, aber er hatte jede Menge Ruhmpunkte in petto. Und von daher war das kein Problem. Dadurch hat er plus 1 Widerstand bekommen und plus 1 Lebensenergie, wenn ich mich nicht ganz irre. Und bei Regicide wär's, glaube ich, auch plus 1 Lebensenergie. Vom dritten Spiel gewonnen habe ich eigentlich nicht wirklich was. Ich hatte, glaube ich, 35 Ruhmpunkte bekommen. Die sind relativ wenig wert. Allerdings hatte ich immer noch meine 4 Gebäude, die ich auch vorher schon hatte. Und die werfen genug Geld ab, dass ich mir für 50 weitere Dublonen noch einen Ascuoso-Piraten geleistet habe. Well, well. Also ging es jetzt ins letzte Spiel. Wir entschieden uns, dass die beiden mit dem meisten Ansehen gegeneinander spielten und die beiden mit dem wenigsten. Dadurch hatten wir exakt die erste Paarung wieder. Philipp gegen Stefan und Jan gegen mich. Die Spiele könnt ihr euch, wie die letzten Male auch, in dem aufgezeichneten Livestream anschauen. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Sowohl die jetzt kommenden Spiele, als auch die, dessen Resümee wir gerade gesehen haben. Zuerst also haben Philipp und Stefan gezockt. Ich habe gezogen Gabbins Tüftlerei. Goblinopolis, hat keiner von uns beiden, ne? Nein. Man würde eine Zusatzwaffe bekommen. Und Schatten würden Mimikrei bekommen. Das ist doch irgendwas mit Nachladen oder sowas gewesen. Ich habe den Taubenkurier gezogen. Das ist Marktplatz ist, glaube ich. Nee, hat auch keiner von uns. Alles Neuland. Kann einmalig 50 Ruhmpunkte als Söldner anheuern. Weil irgendwer eine Brieftaube losschickt.
Lies es dir gerne mal durch. Und es gibt auch noch nicht mal so viel, also 10 Einkommen, da ist das hier mit 10 und 25 Ansehen schon ein bisschen cooler, ne? Also von den Werten. Flagge hissen, Dodo-Jagd. Das ist ziemlich stark. Ja. Wie immer überspringen wir die stille Zusammenbastelei der Trupps, da wir deren Ergebnis eh später, also jetzt, sehen. 4, 2, 2, 1. So, du hast 4 also und dann jeweils 1. Ich muss anfangen. Oder kannst aussuchen, glaube ich. Also du hast auch nicht mehr Ruhmpunkte, aber dann musst du anfangen. Ich muss anfangen. Mhm. Stefan setzte seinen Trupp 2 auf den Hafenkontor von Philipp. Der Hafenkontor, das hört sich irgendwie an, als würde das der imperialen Armee gehören müssen. Philipps Trupp 2 griff den Tempel der Amayali von Stefan an und dieser schickte seinen Trupp 3 ebenfalls zum Schutz dorthin. Mein Haupttrupp geht aber auf die Bibliothek. Die Bibliothek? Mhm. Okay, dann mache ich einen Counterangriff. Stefans Gegenangriff mit Trupp 1 war in die neutrale Tüfterwerkstatt von Gubbins. Dadurch ließ sich Philipps Trupp 3 ebenfalls hinreißen, dorthin zu ziehen. Die Wache von Stefan beschützte seine verbotene Bibliothek und Philipps Wache ging zum Handelskontor. Dann lass doch mal auftauchen. Ja. Auftauchen. Wollen wir gleich mit Trupp 1 anfangen? Genau. Das ist bei mir der dicke Trupp. Bei mir auch. Der ist bei mir 65, 75, das sind 100, glaube ich. Ja, 175 Punkte groß. Mhm. Und der kämpft gegen Trupp 3. Der kämpft gegen weitere 60 Punkte. Okay. 235 hier. Dann mache ich mal hier meinen dicken Trupp 1. Ja. Der ist nämlich 150, 210, 275 groß. 275, das ist mal eine ordentliche Ansage. Außer meine Wache blufft. Nicht umkämpft. Oh, Merde! Nicht umkämpft. Das heißt, der Trupp 1 ist raus. Ja, nee, die machen sich in der Bibliothek, machen die sich richtig. Nee, also und holen sich die, glaube ich, sogar, ne? Ja, ja, die holen sich da. Du kannst sie auch plündern, wenn du möchtest. Nee, wahrscheinlich nicht so. Dann mach du mal weiter mit deinem Trupp 2. Das ist Tipo und sein Hund. Mhm. Für 90 Punkte. Das ist hier, das ist meine Wache, da ist auch ein Pirat, das heißt, da ist eine kleine, da gibt es eventuell Unterstützung. Das ist umkämpft. Das ist umkämpft. Das heißt, dann gibt es noch den hier. Genau, gibt es noch Tod. Genau, da passiert nicht so viel. Das ist El Capitan. El Capitan macht heute nicht so viel. Das ist dann ja. Ja, der hat, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal in dem Spiel mitgespielt. Doch, gegen mich. Ja? Okay. Nun ging es darum, ob die Wache von Philipp und Trupp 2 von Stefan der Klopperei in Gubbins Tüftlerwerkstatt zur Hilfe kommen, um diese zu unterstützen. Ich habe mich entschieden. Hast du das? Ja, habe ich. Wollen wir es aufdecken? Ja. Ich bleibe da. Ja, ich auch. Schade. Und so wurde die Mission Schwarzpulver beschaffen im Handelskontor gespielt. Auf Seiten der Imperialen Armada traten an Kayado und die beiden Assaltores Bill und Bob. Auf Seiten des Kultes stand ein Askeroso Fugoso. Unsere Mission war Schwarzpulver beschaffen. Beschaffen? Wir hatten jeder eine eigene Munitionskiste und es gab noch 2 Neutrale in der Mitte. Man konnte entweder da Schwarzpulver rausstehlen, bis zu 2-mal, dafür gab es Punkte, oder in die Luft jagen. Insbesondere die gegnerische hätte 4 Punkte gegeben. Das ging tatsächlich relativ ähnlich wie das Spiel gegen Dennis. Ich war diesmal nur noch mehr in Überzahl. Ja, mit einer Person gegen 3 war nicht viel zu holen. Konnte deswegen mein Fass oder mein Lager gut beschützen. Konnte eins von den Fässern oder von den Lagern ausnehmen. Und ansonsten habe ich versucht, ja, den Charakter von Philipp daran zu hindern, irgendwas auszunehmen. Also ich habe versucht, nach vorne zu stürmen und zumindest eine anzuzünden, bin nicht angekommen. Erstmal hat er versucht, mich zu stürmen. Der ist zwar angekommen, aber der hat mit aufeinanderfolgenden 2 Attacken keinen Schaden machen können. Obwohl der mit Sturmangriff und fiesen Boost-Geschichten, die ich so noch auf der Hand hatte, gerade ein kleines Monster war. Aber ich habe seinem anderen Typen einen Kürbis an den Kopf geworfen und dadurch ist er umgefallen. In der Folgerunde hat es dann aber endlich geklappt und beim Schaden habe ich einfach eine hohe Zahl gezogen und ja,
Hab somit den Gegner dann ausgeschaltet. Am Ende natürlich groß gescheitert. Ich denke, Stefan wird jetzt die meisten Ruhmespunkte bekommen haben. Aber er ist derjenige, der jetzt in der Stadt als Kürbiskopf bekannt ist und das ist es mir wert. Okay, das war interessant. Nun kommen wir zu unserem letzten Spiel. Piraten gegen Schatten. Okay, ziehen wir zwei Gebiete. Ich ziehe eins. Ja. Totensumpf. Geil. Szenarien, Grad, Räuber oder Angriff der Zombie-Oktopusse. Das machen wir nicht nochmal. Doch, doch, machen wir. Ein Charakter hält die Eigenschaft unverwüstlich. Das ist nicht so geil. 5 Gold und 15 Ruhm. Hol das Stöckchen. Gar nicht so mächtig. Und das zweite. Oh, aber guck mal, das passt doch. Du hast zwei Sumpfgebiete. Das wäre ja super für dich. Ja, ja, ja. Oscars Pfandleihe. Das ist im Armenviertel. Gibt 10 Dublonen und 25 Ansehen. Man spielt den Goldraub oder die Eroberung des Handelspostens. Das Tauschverhältnis von Ruhmpunkten zu Dublonen ändert sich auf 4:1. Nicht kumulativ mit Beratern. Klingt ziemlich lahm und ich glaube, dafür braucht man Abitur, um das zu kapieren. Nice. Grabräuber ist aber auch scheiße, ne? Grabräuber habe ich noch nicht gespielt. Ich auch nicht, aber das klingt so, als ob wir gar nicht die Möglichkeit haben, alles zu spielen, weil da irgendwie noch ein neutraler Charakter reinkommt, den irgendwie niemand da hat. Aha, aha. Und während wir noch überlegten, ob wir eine Mission nicht spielen konnten, überspringen wir ein wenig das vorher einschaltende Mimimi und auch das Geknobel hinterher und springen direkt zum Setzen der Trupps. Trupp 3 geht auf Oscars Pfandleihe. Boom. Trupp 1 geht auf die Halle des verfluchten Tores. Mhm. Dann geht Trupp 1 bei mir auf was auch immer das da ist. Ich kann das von oben nicht lesen. Mhm. Ja, ich kann es nicht mal von hier lesen. Kala, Bozo, Bara, Barizo, keine Ahnung. Bariton. Bariton, ja. Der 13 Uhr. So. Dann geht mein Trupp 2. Nein, mein Trupp 3 geht in den Totensumpf. Sumpf. Ja, dann schicke ich Trupp 2 auch in den Sumpf. Okay. Ich will dir das ja nicht so einfach machen. Dann geht Trupp 2 auf Kalabozo Barizal. Siehst du nicht mal. Nee, ich kann es nicht mal aussprechen, wenn ich es lese. Kalabums. Kala. Ja, dann habe ich nur noch meine Wache und die geht dann in die Halle des verfluchten Tores. Dann gehe ich auf die Wache und die geht dann in die einsame Hütte. Die kann ja hier nicht rein. Korrekt. Gut. Truppe 1. Deck auf, dein Truppe 1. Bluff. Bluff. Der geht nach Hause. Ja. Mein Truppe 1. Bluff. Das ist Truppe 2. Das ist Truppe 1. Ach, hast recht. Okay, entschuldige. Ja, meine Wache ist der Mathe-Lord. Das heißt, er bekommt wieder mal 20 Ruhm fürs Nix-Tun. Ja. Die Wache musst du, glaube ich, als letztes. Nee, das ist Runde 2. Also, Trupp 2 ist meine Chefin. Die kriegt 20 fürs Nichtstun. Ja. Trupp 3 ist meine Chefin und der Seemann. Die kriegen nichts fürs Nichtstun, aber ich kriege das Gebiet einfach so. Ja. Trupp 3 ist ein Schleicher und meine Banshee. Trupp 2 sind Archibald und Drunken Eva. Mhm. Und meine Wache ist ein Schleicher. Der kriegt. Fürs Nichtstun was. Ja. Wir können beide niemanden nachziehen. Ja, weil kein Gebiet umkämpft ist. Ganz genau. Das war ziemlich einfach. Es wurde in den Totensümpfen gespielt, und zwar die Mission Grabhügel. Auf Seiten der Piraten standen Drunken Ivar und Archibald. Auf der Seite der Schatten die Banshee und ein Schleicher. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Grabhügel spielen, weil die Alternative wäre gewesen, Angriff der Zombie-Oktopus, und das haben wir ja schon gehabt. Ja, und dann haben wir das Ganze ein bisschen runter reduziert, da wir ja wesentlich weniger Modelle haben, als es eigentlich vorgeschrieben ist. Mit 2 Grabhügeln und 4 Gräbern statt 3 Hügeln und 8 Gräbern. Es ging darum, Gräber zu erforschen. Nicht auszugraben und zu schänden, nein, zu erforschen. Und wir sollten Köpfe sammeln. Einen ganz besonders, der bringt eine Menge Ruhmpunkte. Und generell gibt es auch Punkte fürs Ausheben der Gräber. Aber man sollte sich lieber nicht vom Friedhofswächter erwischen lassen. Also am Anfang der dritten Runde erscheint dann El Enterrador, ja, der Undertaker, der Totengräber vom Friedhof von Longfall. Und der macht dann Jagd auf uns, wenn wir da die Gräber ausbuddeln. Und es ist außerdem Nacht in dem Szenario. Das bedeutet, unsere Leute sehen sehr wenig, beziehungsweise nicht weit. Und das macht das Schießen ziemlich schwer, weil man einfach nicht sieht. Oh, das Spiel hätte besser laufen können. Jeder von uns hat 2 Gräber ausgebuddelt, aber Dennis hatte mehr Glück beim Finden der Köpfe. Ich habe nämlich einmal gar nichts und einmal nur einen normalen Kopf gefunden. Und dann tauchte der Totengräber auf. Aber Dennis hat es geschafft, mit seinen körperlosen Schweinen sich die ganze Zeit davor zu bedrücken, dass er da mal sich ein bisschen
seiner Verantwortung stellt. Nämlich dem Totengräber mal sagen, hey, nee, so geht's nicht, wir brauchen die Köpfe. Tja, und einen Kopf konnte ich sichern, aber das hat leider nicht gereicht, um die Siegespunkte einzufahren, die ich gebraucht hätte. Und als ich Dennis Verfolgung aufgenommen habe, hat er sich feige und unehrenhaft hinter irgendwelche Schiffswracks versteckt. Und dann war es am Ende schon zu spät, weil die Rundenzahl einfach durchgelaufen war. Hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätte er natürlich blutend am Boden gelegen und geweint. Jaha, ich habe gewonnen. Das erste Spiel mit einem Sieg beendet und somit konnte ich nun 3 Gebiete meinen eigenen, die auch alle im Sumpf waren, wodurch ich nochmal 4 Ansehen und 20 Dublonen extra obendrauf bekam. Leider habe ich es nur auf insgesamt 360 Ansehen am Ende gebracht, was aber dennoch ein guter Sprung nach vorne war. Leider war das trotzdem nur Platz Nummer 4. Tja, am Ende habe ich 5 Gebiete, 410 gesamtes Ansehen der Mannschaft, was ich noch ein bisschen steigern könnte durch das Aufleveln in den einzelnen Karrieren und noch 50 Dublonen zum Ausgeben. Am Ende stehe ich mit 4 Gebieten da, 3 davon Dschungel. Das heißt, würde die Kampagne jetzt weitergehen, würde ich mich natürlich weiter darauf konzentrieren, den 4. Dschungel zu bekommen und ja, eventuell noch eine andere Kombinationen aufzubauen. Das letzte Spiel hat mir an Einkommen eigentlich nichts beschert, aber ich habe ja das zusätzliche Gebäude bekommen. Das heißt, ich habe jetzt 5 Gebäude, die mir viel Geld beschaffen jede Runde und auch recht viel Ansehen gegeben haben. Ich bin jetzt bei 440 Ansehen insgesamt und habe noch 80 Gold auszugeben für neue Mannschaftsteile nach. Ja. Also mein Gesamtansehen am Ende dieser Kampagne liegt bei 475. Wenn ich mich nicht irre, bin ich das angesehenste Mitglied dieser Kampagne. Und man könnte behaupten, dass ich dadurch gewonnen habe. Aber so weit würde ich nicht gehen. Was ist denn jetzt euer Fazit von den Freebooters Fate Kampagnenregeln? Ja, ich denke, am Ende unserer kleinen Kampagne kann man sagen, dass vieles abhängig ist davon, was man für ein Szenario spielt, um was für Gebiete man kämpft und auch sehr, sehr viel abhängig ist von der Kundschaftsphase. Denn wenn man mal Pech hat und mit einer Einheit gegen 3 spielen muss, dann kann man es eigentlich im Grunde auch gleich lassen. Von daher sollte man vielleicht entweder mit größeren Startmannschaften anfangen oder die optionalen Regeln nutzen, dass man bei der Klopperei die gesamten Mannschaften nutzt und das Kundschaften eben nur dafür verwendet, um taktisch Gebiete zu erobern oder zu plündern. Also grundsätzlich, die Freebooters-Kampagne hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die ist sehr kurzweilig, auch weil man mit kleineren Mannschaften spielt und eigentlich dazu gezwungen wird, auch mal die ganzen verschiedenen Missionen auszuprobieren, was man sonst eher so wenig macht. Und es ist extrem abwechslungsreich gewesen. Also die gesamte Kampagne fand ich grundsätzlich erstmal gut, weil ich sowieso Freund von Kampagnenspiel bin. Was man gemerkt hat, ist, dass wenn man mit so wenig Modellen am Anfang am Start ist, gerade beim Kundschaften kommt es dann oft dazu, dass irgendwer stark in Unterzahl antreten muss. Und zwar so stark, dass es halt überhaupt keinen Spaß macht. Ich würde, wenn ich diese Kampagne nochmal spielen würde, direkt mit einer größeren Anzahl von Miniaturen anfangen. Aber ich muss mich meinen Vorrednern oder den anderen auch anschließen. Ich denke, wenn man am Anfang mit ein bisschen mehr Leuten anfängt, dann vermeidet man zumindest die Situation, wo man nur 1 gegen 3 oder 2 gegen 4 oder ähnliches, die dann einfach, man weiß schon vom Anfang an, das Spiel kann ich nicht mehr gewinnen. Das ist ein bisschen frustig, aber wenn man dagegen steuert und mit mehr Leuten gleich anfängt, kann man dem, glaube ich, entgegenkommen. Das würde dann, glaube ich, einfach schon dafür sorgen, dass man dann nicht 3 gegen 1 spielt, sondern es ist ein 3 gegen 2 oder ein 3 gegen 3 eventuell sogar. Man hat einfach mehr, was man verteilen kann. Ich weiß nicht, ob ich sie nochmal spielen würde. Ich denke, das reguläre Spielen macht mir etwas mehr Spaß, allein schon, weil man größere Mannschaften stellen kann zu Anfang. Aber es war auf jeden Fall eine nette Erfahrung und sollte vielleicht jeder für sich selbst einfach mal ausprobieren. Fazit in kurz ist, ich mag das Kampagnensystem. Freebooters Fate ist halt kein richtig gutes Turnierspiel. Es ist mehr ein Fun-Spiel, wo man wirklich ein bisschen flexibel sein muss und auch einfach Spaß haben muss am Spiel. Und ich würde die Kampagne nochmal spielen, aber dann mit mehr Figuren von Anfang an. Ich würde die Kampagne auch gern nochmal spielen, wie gesagt, mit ein paar mehr Leuten. Und man hat ja jetzt auch schon ein bisschen gelernt, wie man sich verhalten muss. Mir gefällt zum Beispiel besonders diese Kundschafterphase, wo man bluffen muss, mit welchen Truppen man hingeht. Das hat mir eigentlich am besten gefallen. So, dann sind wir jetzt am vorläufigen Ende unserer Quest for Freebooters Fate.
Hat es euch gefallen und habt ihr einen Eindruck von dem Kampagnensystem bekommen? Und mal ehrlich, wer von euch hat sich die Spiele angeschaut? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Sollen wir sowas häufiger machen, also Kampagnen von unterschiedlichen Systemen spielen und eine Quest-Vorreihe oder sowas machen? Auch das bitte mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren, vor allem auch für welche Spiele ihr das sehen möchtet. Ich sage erst einmal danke und freut euch auf mehr coolen Content von Dice. Dafür hilft es wirklich, dem Kanal ein Abo zu geben. Das hilft wirklich enorm. Danke. Wenn ihr schon immer etwas Gutes tun wolltet, dann könnt ihr Dice supporten, indem ihr ein Abo gebt. Richtig, auf dem YouTube-Kanal von Dice ein Abo geben oder sonst auch bei den Social-Media-Kanälen, die ihr hier angemeldet seht, einfach mal folgen. So, ich werde meine Stimme ein kleines bisschen schon, ihr hört, die ist ein bisschen angeschlagen und werde wieder zurück an den Maltisch gehen und Figuren bemalen. Ich habe richtig Lust drauf und da warten tatsächlich ein, zwei Besonderheiten für die nächsten Wochen auf euch. Ich würde sagen, schreibt was Nettes in die Kommentare, das würde mich freuen, seid aber nett zueinander und auch nett zu mir, denn sonst gibt's Krav Maga für alle und ich gehe jetzt in die Sonne. Macht's gut. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop Great Again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ihr habt hier jetzt noch die Möglichkeit, euch weiteren Kram von Dice anzuschauen und vor allem Dice zu abonnieren. Solltet ihr machen. Empfehle ich.